Zentrale. Im heutigen Video geht es um den Mod Hallenkonfigurator Holz. Der ist vom Modder Farmer 5 Tom. Hat eine Größe von 17,21 MB, ist verfügbar für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox 1 und Xbox Special, glaube ich, heißt das. Das ist ein Paket mit verschiedenen, mit vielen verschiedenen Bauteilen, aus welchen Sie Ihre eigenen Hallen konfigurieren können. Jedes Modul hat den gleichen Grundaufbaupreis, 3.000 bis 10.000 Euro, je nach Modul, Unterhalt 1 Euro am Tag, Maße 5x5. Die Module sind in drei Gruppen unterteilt, in Giebelseiten, Dächer und Seitenwände. Und dann gibt es noch Modularten, offene Seite, geschlossene Wand, Wand mit Fenster, Wand mit Tor. Und zusätzlich gibt es noch weitere Module, Werkstatt, Ballenlager und Palettenlager. Das Ganze findet ihr im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Da gibt es zum einen hier diese Module und dann gibt es diese Bulldozer-Geschichte hier. Wenn man jetzt sieht, ich habe jetzt da eine hügelige Landschaft oder beziehungsweise Hügel reingemacht. Ihr platziert diese Teils oder beziehungsweise diese Quadrate einfach und danach verkauft ihr die und dann ist die ist das Grundstück plan, damit ihr dann mit dem Hallenbau beginnen könnt. Es gibt so verschiedene Front- und Rückmodule und dementsprechend dann, zeige ich mal in zwei Ausführungen, sieht jetzt, das eine ist für größere Halle, das andere ist für kleinere Halle und dann dementsprechend in verschiedenen Variationen, also je nachdem wie groß ihr eure Halle machen wollt, da gibt es eins mit quasi Tor, diese sind geschlossen, das ist ein großes mit Tor, großes Seitenmodul mit Tor und je nachdem, jetzt bauen wir mal hier diese beiden, damit ihr das besser sehen könnt und dann nehmen wir quasi diese anderen Module, jetzt zum Beispiel hier diese das offene Hallenmodul und platziert es dann quasi so nebeneinander. Hier die Tore. Hier gibt es eins mit Fenster, das war quasi frei. Dann gibt es höhere Module. Muss ich mal schauen, was man da für einen Typ verwenden kann. Und die sind gleich hoch. Das auch. Okay. Könnte vielleicht sein, dass man hier Folgendes machen kann mit diesen höheren Modulen, dass man die quasi dann hier platziert. Oder beziehungsweise machen wir es mal so, nehmen wir so ein kleines Modul, dann gibt es hier so Eckmodule. Na, das hier ist das Falsche. Aber da haben wir hier vorne auch nochmal so Eckmodule. Nö, das ist ein höheres. Das hier ist noch höher. Dass man das quasi so platzieren kann. Wobei, da bräuchte man ja hier wieder etwas, um hier einen Abschluss zu machen. Das ist aber jetzt nicht dabei. Na gut, da weiß ich jetzt nicht, wie der Modder sich das vorgestellt hat. Anscheinend, ich finde jetzt keinen Halle-Typ, wo diese größeren Module passen, außer man nimmt so. Und dann hat man halt hier quasi diesen Überstand, den man nicht verschließen kann. Bräuchte man dementsprechend hier noch nochmal so Module, wo man hier diese Seiten verschließen kann, damit das dann richtig funktioniert. Dann sind hier quasi die höheren Module fürs Dach und dann sind hier die kleineren Module fürs Dach. Muss man schauen, dass man sich richtig positioniert, so. Und dann kann man eben wieder mit diesem Front- oder rückseitigen Modul die Halle dann schließen. Und dementsprechend kann man sich die Halle bauen. Also hier zum Beispiel, jetzt machen wir mal die kleine. Da haben wir aber das richtige Modul von der Höhe, das funktioniert. So.
Und dann hier nochmal das Modul, aber ich glaube, das habe ich jetzt falsch rum angebracht. Das müssen wir dann dementsprechend drehen, so, damit dann die Seitenwand hier geschlossen ist. Und dann haben wir hier so eine kleine Halle und dementsprechend hier dann eine größere Halle. Dann gibt es noch so Eckmodule. Ah, das ist jetzt nicht gut platziert. So, da schauen wir mal das andere wieder weg. Geht es? Ja. Okay. Damit kann man dann quasi hier eine verwinkelte Halle machen. Wobei jetzt das von der Höhe nicht ganz zusammenpasst, beziehungsweise. Nö. Passt jetzt nicht ganz zusammen. Aber man kann damit theoretisch, schaut jetzt da jetzt nicht so top aus, wegen den Übergang, aber man kann hier quasi dann eine eckige Halle auch bauen. Also quasi eine L-Form. Dann gibt es dazu noch diese verschiedenen Trigger. Jetzt für ein Modell Palettenlager. Dementsprechend kann man jetzt, wenn man jetzt die Halle hier jetzt zum Beispiel offen lässt, dann hier ein Palettenlager hinzufügen oder ein Strohlager, um dann in der Halle oder beziehungsweise an der Halle dieses Stroh zu lagern. Genau, jetzt gehen wir nochmal so ein bisschen rein, schauen uns das an. Man kann das jetzt auch zum Beispiel in die Halle setzen. Dann hat man quasi die Objekte in der Halle. Also wenn er jetzt da seinen Strohhaufen oder wie auch immer macht. Wir können ja mal schnell schauen. Bräuchte ich aber schon ein Fahrzeug, wie sich das dann auswirkt. Hier lädt man ab. Und da holt man wieder. Schauen wir mal, was wir an Fahrzeugen da haben. Der LKW schaut einmal nicht schlecht aus. Jetzt fahren wir doch mal schnell raus. Ändern Fülltyp. Momentan sind ja noch Hackschnitzel drauf. Und dann lagern wir da mal schnell das Stroh ein und gucken, was hier passiert. Hier müssen wir her. Und zwar Stroh. Da haben wir es. So, jetzt haben wir das Stroh. Kann man es hier abladen. Und dann. Okay, zeigt mir jetzt nicht an, dass ich es abladen kann. Okay, jetzt zeigt er mir hier aber auch nicht an, dass es aufladen kann. Oder? Nö. Okay. Scheint irgendwie nicht ganz zu funktionieren. Probieren wir einfach den anderen Trigger aus. Hier entsteht es aber auch am. Kann vielleicht sein, dass es hier rein nur um Ballen geht. Machen wir jetzt einfach mal ein paar Ballen. Und dann sehen wir ja.
Ah, okay. Jetzt hier sieht man's. Er nimmt also nicht loses Stroh an, sondern oder loses Heu, sondern dementsprechend in diesen Ballen. Schauen wir mal, ob er auch, weil er lagert jetzt diese drei Ballen hier aufeinander. Ob, wenn wir jetzt einen Rundball machen, ob der grafisch dann. Nehmen wir gleich mal ein paar her. Okay, die lagert er dann da ein. Und hier müsste ja quasi die Ausgabestelle sein. Also wir haben jetzt hier Rundballen. Das wird quasi dann in diesem Bereich gelagert. Jetzt ist noch die Frage, machen wir schnell nochmal hier einen Rundballen hin. Nö, da bleibt er liegen. Okay. Dann weiß ich jetzt nicht. Wir werden ja vermutlich einen Heuballenwagen benötigen. Kaufen wir mal schnell ein. Nämlich, das war bei. Wo haben wir es denn? Ladewagen, Ballentransport. Und dann kaufen wir dann noch einen Traktor dazu. Nehmen wir einfach den. So, dann hängen wir das mal zusammen und dann schauen wir mal, ob wir hier diesen Heuballen quasi dann aufladen können. Ah, falscher Knopf. Die Frage, wie fahren wir? Müssen wir jetzt theoretisch hier. Eigentlich. Wird natürlich diese Ballen hier. Eigentlich die Heuballen laden können. Ah, jetzt Lagermenü öffnen. Wähle den Typ und die Anzahl aus, die du aus dem Lager holen möchtest. Genau. Jetzt hat. Auf dem Anhänger wird es jetzt nicht gelagert, sondern eben in dieser Auslagerfläche. Und hier muss man die quasi dann dementsprechend aufladen noch, damit man es wieder transportieren kann. Genau, und das andere Lager war, sagen wir nochmal, ein Palettenlager, okay. Hier wird es auch so funktionieren, man fährt quasi hin, oder man fährt quasi in den Trigger zum Abladen, dann werden die Paletten automatisch abgeladen, und dann holt man sie quasi beim anderen Trigger wieder ab. Allerdings, das kann man auch nochmal schnell schauen, wenn ich ja in diesen Trigger hier ablade und dann hier diese Ballen beim Abladetrigger erstellt werden. Ah, okay. Das kann quasi dann durchfahren, weil es keine Kollision hat. Und lädt dann dementsprechend noch die Ballen ab. Also dementsprechend, man könnte es jetzt so in die Halle setzen, dass man jetzt quasi hier nochmal ins Ding rein. Dass man hier jetzt zum Beispiel zwei geschlossene Wände lasst, dann hier eine Durchfahrt in die Halle und dann quasi hier diesen Trigger platziert oder den einen von diesen Triggern platziert oder den Abladetrigger. Ist aber auch blöd. Ja gut, man kann es in der Halle auch platzieren und dann dementsprechend kann man es einlagern. Da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man eine Einlagerfläche, eine Auslagerfläche macht und dann eine Fläche, bei der die Strohballen, die eingelagerten, dann angezeigt werden. Weil da könnte man es so machen, da macht man
macht man hier so das Lager rein und dann fährt man quasi oder ja, fährt hier rein zum Einlagern und dann im nächsten Tor zum Auslagern, wo man dann die Ballen quasi ausladen kann. Gut, da haben wir das auch herausgefunden. Schauen wir mal dies nochmal an. Das lassen jetzt keine Ruhe. Mit diesem Eckteil. Man muss das halt dementsprechend platzieren. Das ist jetzt noch höher. Dass man quasi ab hier dann eine Schräge einbauen kann. Und dann das hier, das war das, was wir hatten. Am Anfang, da müssen wir halt ein bisschen so. Müssen wir mal so reingehen. Und wenn wir jetzt hier sowas hinbauen, wie schaut es dann aus? Ja. So könnte man das nochmal realisieren. Dann kann man da quasi auch quasi so ein L-Gebäude bauen. Gut. Ich finde den Mod, ich habe selbst diesen Bauen mit Bauklötzchen-Mod mal gemacht. Und das ist sowas ähnliches. Also mit verschiedenen Modulen kann man sich dann quasi hier die Hallen bauen. Oder wie bei dem Bauklötzchen-Mod eben aus Betonsteinen auch Hallen oder Silos oder wie auch immer bauen. Gut, dann war es jetzt zu dem Mod. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Ihr könnt den Kanal abonnieren und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann.